Sie sind hier, vergrößern, verkleinern. Manuel Feist ist bester Deutscher nach dem Springen. Urheberrecht Getty Images. Manuel Feist verpasst in Oslo nur knapp das Podium in der nordischen Kombination. Ein Norweger feiert am Ende seinen 11. Saisonsieg. Manuel Feist hat beim Weltcup der nordischen Kombinierer in Oslo die 3. Podestplatzierung seiner Karriere knapp verpasst. Der 26 Jahre alte Schwarzwälder kam beim 11. Saisonsieg des norwegischen Weltmeisters Jarl Magnus Riba auf Rang 4, sorgte aber dennoch für das mit Abstand beste Ergebnis des ersatzgeschwächten deutschen Teams beim ersten Wettkampf nach der WM. In Abwesenheit der erkrankten Topstars Erik Frenzel und Johannes Reitzek fehlten Feist 4,5 Sekunden zu Platz 3 und 12,3 Sekunden zu Sieger Riba. Norwegens Topstar, der bereits als Gewinner des Gesamtweltcups feststeht, setzte sich beim Heimspiel im Sprint vor dem Finnen Ilkka Heirola 0,2 Sekunden durch. Platz 3 beim einzigen Wettkampf des Wochenendes ging an Ribas Landsmann Espen Bjørnstad. Weinbuch lobt Feist: Ich bin sehr zufrieden mit Manuel, er hat einen richtig guten Eindruck gemacht, sagte Bundestrainer Hermann Weinbuch. Mannschafts-Olympiasieger Vinzenz Geiger Oberstdorf und Fabian Riesle Breitenau, der bei der WM in Seefeld mit Frenzel Gold im Teamsprint geholt hatte, kamen nach schwachem Springen nicht über die Plätze 12 und 16 hinaus. Terence Weber, Geier, wurde 30. Juniorenweltmeister Julian Schmidt, Oberstdorf, belegte Platz 32. Frenzel, der in Seefeld seine WM-Titel 6 und 7 geholt hatte, sowie der dort glücklose Reitzek hatten auf die Reise nach Norwegen wegen der Folgen von Viruserkrankungen verzichtet. Frenzel wird wohl auch beim Saisonfinale in Schonach am kommenden Wochenende fehlen, Reitzek soll dort wieder starten.